Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die mittlere Änderungsrate einer Funktion in einem Intervall berechnet und auch wie man die momentane Änderungsrate einer Funktion an einer bestimmten Stelle berechnet. Ziel für dieses Videos ist es, den Mittelwertsatz der Differentialrechnung anzuwenden. Und dazu schauen wir in das nächste Fenster des Arbeitsblattes, das den Namen kubische Funktion trägt. Wir haben hier die Funktion f gegeben und die Funktionsgleichung ist hier oben für uns hingeschrieben. Und unsere erste Aufgabe ist es, die Sekante durch den Punkt 0 und f von 0 und 8 und f von 8, also durch die Punkte a und b, einzuzeichnen und dann auch die Steigung der Sekante anschließend zu berechnen. Versuch das zunächst mit alleine, also ermittle die Steigung der Sekante durch die Punkte a und b und zeichne diese auch ein in der Grafik und pausiere dazu das Video. Gut, also lösen wir den ersten Punkt nun gemeinsam. Wenn wir die Sekante einzeichnen, dann sieht das Ganze so aus. Also wir sind durch den Punkt 0, 3 und durch den Punkt 8, 7, also a ist 0,3 und b ist 8,7. Und durch diese Punkte zeichnen wir eine Gerade durch und das ist dann unsere Sekante durch diese Punkte. Und die Steigung der Sekante können wir berechnen, indem dass wir uns das Steigungsdreieck einzeichnen und dann uns die x-Änderung anschauen. Die ist hier 8, also von 0 bis 8 und die y-Änderung ist 4. Nämlich von 7, also von 3 bis 7. Und damit bekommen wir unsere Steigung der Sekante, also 4 durch 8 und das ist 0,5. Im zweiten Punkt sollen wir nun jene Stelle S im Intervall 0 bis 8 berechnen, an der die Tangente an die Funktion f die gleiche Steigung hat wie die Sekante im Intervall 0 bis 8. Aber eigentlich noch bevor wir das S berechnen, ist tatsächlich noch interessanter, warum es so ein S überhaupt gibt. Also vielleicht will uns das Beispiel ja auch in die Irre führen und sagt uns hier, wir sollen eine Stelle S berechnen, an der die Tangente die gleiche Steigung hat wie die Sekante und vielleicht gibt es so eine Stelle S gar nicht. Deshalb mein Arbeitsauftrag an dich. Zunächst denk mal darüber nach, wieso können wir uns sicher sein, dass die Stelle S existiert? Und wenn du dafür eine Antwort gefunden hast, dann berechne auch die Stelle S tatsächlich und zeichne dann die Tangente für diese Stelle an. Nimm dir dafür ruhig etwas Zeit und pausiere dazu bitte das Video. Gut. Also, der erste Teil des Arbeitsauftrags war es, dir zu überlegen, warum können wir uns überhaupt sicher sein, dass die Stelle S existiert, also jene Stelle, an der die Tangente die gleiche Steigung hat wie unsere Sekante in Intervall 0 bis 8. Und warum wir uns sicher sein können, genau das garantiert uns der Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Wir haben hier eine differenzierbare Funktion und wir haben uns in einem Intervall die Steigung der Sekante berechnet. Und der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns, dass es in diesem Intervall auch eine Stelle gibt, an der die momentane Steigung genau gleich groß ist wie die mittlere Steigung. Also die Steigung der Tangente genau gleich groß ist wie die Steigung der Sekante. Und nun wollen wir im nächsten Schritt diese Stelle S auch wirklich berechnen. Und dafür müssen wir zunächst unsere Funktion f ableiten. Ich habe hier die abgeleitete Funktion schon hingeschrieben. Und nun wollen wir jene Stelle berechnen, an der die momentane Steigung gleich 0,5 ist. Das heißt, wir setzen die erste Ableitung gleich 0,5 und formen das Ganze dann auf x um. Das können wir zum Beispiel, indem dass wir eine quadratische Lösungsformel anwenden oder auch mit Technologie. Ich habe das Ganze hier schon in also es würde auch noch andere Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel ergänzen auf ganze Quadrate. Ich habe das Ganze hier schon
in GeoGebra vorbereitet und ich habe hier die abgeleitete Funktion definiert als f' von x. Das Doppelpunkt ist gleich, steht in GeoGebra einfach für Definition, dafür, dass ich die Funktion dann wieder verwenden kann. Und jetzt schreibe ich f' von x und sage, das soll gleich 0,5 sein und löse das Ganze dann auf x auf. Dann erhalte ich als Ergebnis, x ist entweder minus 4 Drittel oder x ist gleich 5. Und wir können das Ergebnis hier hinschreiben, also x ist minus 4 Drittel oder x ist 5. Und nun ist ja, also das Ergebnis, das wir jetzt bekommen haben, sagt uns, es gibt bei dieser Funktion zwei Stellen, an denen die momentane Steigung gleich 0,5 ist, nämlich bei minus 4 Drittel und bei 5. Aber wir suchen ja eine Stelle im Intervall 0 bis 8. Das heißt, unsere gesuchte Lösung ist x ist gleich 5. Das heißt, wir können sagen, die Stelle S liegt bei 5. Und wir können diese Stelle und den zugehörigen Punkt in unseren Funktionsgraphen einzeichnen. Und nun wollen wir an diesem Punkt die Tangente anlegen. Und wir wissen des Weiteren, dass die Tangente natürlich parallel sein muss zur Sekante, weil sie ja die gleiche Steigung haben. Das heißt, wir können hier auch noch Parallelstriche einzeichnen. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.